Herzlich willkommen zurück hier zu Mario Tennis Aces direkt am Hafenstadion, denn hier wird jetzt irgendetwas stattfinden. Hallo Mario, ich bin wirklich erleichtert, dass ihr beide wohlbehalten zurück seid. Kommen wir direkt zur Sache. Bitte erzählt uns, was da draußen alles passiert ist, Freunde. Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy, erstmal Luft holen. Toad erzählt den Prinzessinnen alle Einzelheiten seines Abenteuers mit Mario. Puh, da habt ihr ja wirklich eine ganze Menge durchgemacht. Ich bin so froh, dass ihr heil zurück seid. Das erklärt dann wohl auch diesen seltsamen Handzettel. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber um was für ein Handzettel handelt es sich? Den haben wir ganz plötzlich aus heiterem Himmel bekommen. Darauf steht, dass Team Mario und Team Luigi zum großen Tennisfinale antreten. What? Wirklich? Das muss ich lesen. Lucius Cup heute im Hafenstadion. Team Mario tritt in einem Einzel und in einem Doppel gegen Team Luigi an. Die Gewinner bekommen alle 5 Machtsteine. Team Luigi wird Team Mario vom Feld fegen. Wer will das schon verpassen? Also erscheint in Scharen zum Wettkampf des Jahrhunderts, Leute. Guck doch nicht so schockiert, ich habe doch nur den Handzettel vorgelesen. Dieser Schläger, Lucius, hat es also auf die Machtsteine abgesehen, die Mario gesammelt hat. Ja, aber wenn wir Luigi aus den anderen helfen wollen, dürfen wir diese Herausforderung nicht ignorieren. Die Macht dieses bösen Schlägers war so groß, dass sie das Stadion zerstört hat. Ich hoffe sehr, dass uns das nicht so weit zurückgeworfen hat. Lucius' Macht ist wirklich grenzenlos, vielleicht zu groß für uns. Auf keinen Fall, er ist vielleicht ein harter Gegner, aber Mario ist durch unser Abenteuer stark wie nie zuvor. Wenn einer Lucius besiegen kann und aufhalten kann, dann er. Das schon, aber mit Marios Tenniskünsten allein werden wir das Doppel nicht gewinnen. Keine Sorge, Prinzessin. Diese Stimme, das ist Observas. Lucius nutzt stets diejenigen aus, die leicht manipulierbar sind. Wer einen starken Willen hat, der hat nichts zu befürchten. Huch, ich höre eine Stimme in meinem Kopf, genau wie in der Solarius-Ruine. Du musst der Wächter sein, von dem Tod erzählt hat. Entschuldigung, dass wir so vorschnell waren. Erzähl uns bitte, wie wir Lucius schlagen können. Um Lucius auszuschalten und Luigi und die anderen zu befreien, muss man ihn auf dem Tennisplatz besiegen. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Luigi mit der Macht des bösen Schlägers, nicht ohne. Jetzt musst du zeigen, wie sehr du mittlerweile gewachsen bist, Mario. Peach und Daisy, eure Aufgabe ist, Wario und Waluigi zu besiegen. Aber wir haben doch keine Chance gegen Wario und Waluigi, wenn sie von Lucius' Macht unterstützt werden. Ihr habt nichts zu befürchten, das sage ich doch. Ich werde die Macht von König Solarius mit euch allen teilen. Okay. Wow. Bevor König Solarius in seinen ewigen Schlummer fiel, versiegelte er Lucius und vertraute mir, dem rechtmäßigen Wächter der Insel, dessen Macht an. Von dieser Macht ist nicht mehr viel übrig und sie hält auch nur vorübergehend, aber was ich habe, werde ich mit euch teilen. Bitte findet einen Weg, Lucius zu schlagen und bringt der Insel ihren Frieden wieder zurück. Mario, wir müssen diesen Turnier unbedingt gewinnen, um den armen Luigi zu helfen. Ich habe so ein Gefühl, dass ein kleines bisschen dieser Macht mehr als genug sein wird. Team Mario kann das große Finale gewinnen. Es muss. Okay, jetzt also geht es ins Lucius Cup Finale. Besiege deine fremdbescherchten Freunde mit einem Tennismatch. Okay. Unsere Freunde, die fremdbeherrscht von Lucius sind. Willkommen bei der Live-Berichterstattung vom großen Finale des Lucius Cups, das hier im Hafenstadion ausgetragen wird. Obwohl dieses Turnier recht spontan ins Leben gerufen wurde, ist die Erwartung der Tennisfreunde groß. Das Stadion ist pickepacke voll. So ist es. So viel zu wissen, handelt es sich bei Lucius um einen legendären Schläger, der Anspruch auf die Herrschaft über diese Insel erhebt. Team Mario und Team Luigi haben ihre Machtscheine aus dem legendären Königreich des Solarius auf die Linie gelegt. Heute wird Geschichte geschrieben. Hier ist Lucius. Wie wir erfahren haben, verfügt dieser Schläger über eine geheimnisvolle Macht, mit der er Leute unter seine Kontrolle bringen kann. Team Luigi macht den Eindruck, als wäre es durch Lucius' Macht gestärkt, ja fast unaufhaltbar.
Und Team Mario hat als besonderen Trumpf Mario. Nach einem wilden Abenteuer auf dieser schönen Insel ist er selbstbewusster denn je. Im Doppel werden Wario und Waluigi gegen Königreich-Königliche Hoheit antreten, gegen Peach und gegen Prinzessin Daisy. Tja, liebe Tennisfreunde, ich persönlich wusste nicht, auf wen ich wetten sollte. Der Ausgang dieses Finals scheint mir völlig offen. Das stimmt wohl. Nun ist der große Moment gleich da. Die Doppelspieler sind angekommen. Gut, dann werfen wir doch mal einen Blick auf den Platz. Welches Team wird den Court wohl zuerst betreten? Da, Wario schon als Erster. Und er wird gleich mal von der Menge ausgebuht, zu Recht. Und da kommt auch die peppige Prinzessin Daisy, die ihre Ankunft geradezu zelebriert. Und betritt Fiesling Waluigi die für Team Luigi antritt, den Rand der Arena. Beziehungsweise den Rund der Arena. Und dann noch die alte Prinzessin Peach. Was für eine schlittende, schillernde Persönlichkeit. Und wie auch immer. Und jetzt geht's los. Die Peach und Daisy gegen Wario Waluigi im Doppelfinale des Lucius Cups. Okay, liebe Leute, jetzt mal genug hier. Der Vorräder rein. Jetzt geht's also los. Und, wow. Wir scheinen tatsächlich Peach zu kontrollieren und der Computer, weiß ich gar nicht, scheint dann wohl Daisy für uns zu unterstützen, aber ich schlage lieber trotzdem mal mit. Nee, aber scheint automatisch zu sein. Und wir gehen auf jeden Fall schon mal gleich jetzt ziemlich gut rein ins Match. Und punkten hier sehr ordentlich. Da hat die Macht von Observers wohl geholfen, aber unsere Gegner zeigen hier auch, dass sie was drauf haben. Und das, indem sie noch so ziemlich unhaltbare Bälle doch noch bekommen. Beziehungsweise, ja, nicht mehr zu erreichende Bälle. Unhaltbar sind sie wohl nicht, weil wir sind nicht im Fußball hier. Aber gut. Wir sind kurz davor, unseren ersten fetten Punkt zu machen. Und jetzt... Ah, nee. Haben wir nicht bekommen, aber... Blütenblattstreuer. Wird von unserer lieben Daisy eingesetzt. Okay. Jetzt am besten noch direkt einen Punkt nachlegen, dann hätten wir den ersten Satz direkt gewonnen. Und das wäre ja auch nicht so schlecht und das ist sehr wichtig und sehr gut. Wobei man sagen muss, das noch härtere Match wird kommen, wenn wir Mario gegen Luigi dann spielen. Allein deswegen, weil wir dann, ja, keinen Helfer haben. Also quasi kein Mitspieler, der uns unterstützen kann. Wir sind echt ziemlich haushoch überlegen. Bis hierhin. Macht mir ehrlich gesagt fast schon so ein bisschen Angst. Dass das Ganze hier so eindeutig läuft, dass wir nur aufpassen. Und das war's. Die ersten... Ja. Punkte für den Gegner. Ah, das gibt direkt mal die nächsten Punkte hier. Richtig, richtig nervig. Jetzt also scheinen Waluigi und Wario zu zeigen, was sie drauf haben. Aber wir wehren uns hier ziemlich gut und das ist der erste Satz. Das ist sehr wichtig gewesen, dass wir hier wirklich so gut, tja, reingekommen sind. Und es geht auch direkt hier gut weiter. Ah, jetzt müssen sich unsere Gegner schon was einfallen lassen, aber das fällt ihnen anscheinend ziemlich schwer. Boah, was für ein Schlag hier von Daisy.
Und es fehlt nicht mehr viel, dann hätten wir den ersten Punkt hier im zweiten Satz auch. So sieht's aus. Und schon fehlt nur noch ein einziger Punkt. Wir hätten das ganze Match gewonnen. Das wäre aber schon extrem eindeutig gewesen und wir gehen wieder in Führung. Durch einen wunderbaren Zielschlag von Daisy. Wow, sehr gut. Also es läuft bei uns auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt noch verlieren, dann weiß ich auch nicht. Aber sind hier wichtige Punkte. Punkt hier von Waluigi. Und trotzdem fehlt ein einziger Punkt noch für das ganze Match. Das war's. Haushoch gewinnen wir mit Peach und Daisy gegen Wario und Waluigi aus dem Team Lucius. Und das war wirklich, wirklich, wirklich eindeutig. Kann aber nur härter werden. Im zweiten Match. Liebe Tennisfreunde, steht das 1 im Finale des Lucius Cups an. Und da heißen wir folgende Spieler willkommen. Luigi, seine Macht ist in der Zeit, als er unter die Kontrolle von Lucius stand, deutlich gewachsen. Fantastische Schläge erwarten uns hier. Zu seinem Kontrahenten kann man wohl nicht mehr viel sagen, was nicht schon bekannt ist. Mario, der legendäre Volksheld aus dem Pilzkönigreich. Der Beste der Besten. Dieses Match ist der Höhepunkt des heutigen Tages und die Favoritenrolle hat in meinen Augen eindeutig Mario. Sei mal nicht so sicher, vielleicht kann Luigi dank der Macht des Schlägers Lucius Glanztaten vollbringen. Das wird sich jetzt zeigen. Also, das wirkliche Finale hier des Lucius Cups und direkt mal die 15-0 Führung. Ich frage mich, was wäre, wenn wir jetzt hier verlieren würden. Dann wird es ja eigentlich 1-1 stehen. Also, mit Peach und Daisy gewonnen, mit Mario verloren. Aber ich glaube, das würde hier nicht gelten. Wir hätten dann insgesamt verloren. Ich würde es auch gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Ich will hier möglichst gut gewinnen. 30-0. Ich will noch nicht zu viel hier rein interpretieren, aber wir scheinen hier auch gut in dieses Match reinzukommen. Ja, verdammt, das war jetzt zu vorschnell. Aber jetzt. Ich frage mich gerade, ob wir so gut sind oder der Gegner so schlecht. Ah, jetzt mal hier ein guter Ballwechsel. Sehr ordentlich auf jeden Fall. Und den kann er echt noch parieren. Schlag. Aber jetzt nicht mehr. 1-0. Erster Punkt. Aber das eben hat schon gezeigt, der Luigi kann hier echt Tennis spielen. So, sehr gut. Wir gehen in Führung trotz seines Anschlags hier. Seines Anschlags, kann man sagen, oder? Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Aufschlags natürlich. Nicht Anschlag, aber gut. So. Sehr gut. Da hat er seine Energie verbraucht und konnte den letzten Schlag nicht mehr parieren. So gönne ich mir das doch. Ja, sehr gut. Mir viel Energie, aber ich will meinen Spezialschlag noch ein bisschen so aufsparen. Jetzt zum Beispiel könnten wir den ruhig einsetzen, eigentlich. Denn, jetzt könnten wir eigentlich den Sack zumachen. Für den ersten Satz.
Und das tun wir auch. Okay, und dann mal direkt in den zweiten Satz rein. Wäre schon ganz cool, wenn wir das hier alles schaffen sollten ohne Satzverlust. Wir gehen hier schon wieder gut rein. Was ist denn bloß los? Ich hatte echt Bedenken, aber bisher anscheinend unnötig, aber jetzt... Ja, jetzt versucht er mal was hier. Ja, wir können hier blocken. Ah, nicht ohne. Puh. Ah, wieder Kontenance. Aber das schaffen wir. Aber den kriegen wir, glaube ich... Ah, ne, den kriegen wir nicht mehr. Guter Schlag hier, leider. Von Luigi. Ah, den kriegen wir auch nicht. Ausgleich hier. Ja, man soll den Tag nicht für den Abend loben, aber wichtig, dass wir hier wieder direkt einen Punkt machen und so recht deutlich in Führung sind. So, komm, jetzt müssen wir den Punkt machen. Und wir machen ihn auch. Okay. Luigi hat Aufschlag, aber trotzdem, wenn wir es jetzt schaffen, diese Runde für uns zu entscheiden, haben wir gewonnen. Wir gehen in die Führung. Ja, das wäre auf jeden Fall eine vernichtende Niederlage für Lucius. So, hier noch zwei Schläge. Jetzt noch einer hier und dann könnten wir es schaffen. Matchball ist hier angesagt. Und ich denke und hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen. Und wir schaffen es. Und das war höchst, höchst eindeutig. Damit steht der Sieger fest. Mario hat es geschafft. Das wäre eine ohrenbetäubender Jubel der Menge. Die Menge feiert begeistert den Sieg von Team Mario. Das war ein fantastisches Match. Hat uns kaum den Sitzen gehalten. Wirklich ganz unglaublich. Lucius hat seine Macht verloren und Luigi ist gerettet. Jetzt ist es Zeit, Mario die 5 Machtsteine zu überreichen. Ja, war klar, oder? Da, Bowser! Bowser hat sich Lucius geschnappt! Was in aller Welt soll das bedeuten? Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Es wäre auch zu einfach gewesen. Immerhin, ein bisschen Erfahrung bekommen wir. Eventuell trainiere ich noch. Vor dem nächsten Part. Muss ich nochmal gucken. Erstmal schauen wir jetzt, was mit Bowser abgeht. Hör auf, Bowser, dieser Schläger ist gefährlich. Bitte, du stehst unter dem Einfluss von Lucius, du musst ihn sofort loslassen. Haha, dieser Schläger kann jeden kontrollieren. Für einen König wie mich ist er perfekt. So eine unglaubliche Macht, wenn ich die spüre, möchte ich alles noch viel mehr beherrschen, als ich es ohnehin tue. Es ist großartig. Mario, ich erwarte dich an der Stelle, wo alles anfing. Dann finden wir heraus, wer der Stärkste ist. Aber mit dieser Macht kann ich nicht verlieren. Ich kann es gar nicht glauben. Bowser hat sich mit Lucius aus dem Staub gemacht. Und als ob das noch nicht gereicht, sind die Machtsteine auch noch weg. Das ist wirklich schlecht. Bowser hat Lucius und die 5 Machtsteine mit Lucius Machteinheiten geklaut. Das ist ein echter Dämpfer. Mario, Mario. Oh, Observas. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ihr müsst Bowser finden, sofort. Er ist tief drin in der Ruine. Seine Absicht ist, Lucius die Machtscheine zurückzugeben und sich selbst Lucius Macht anzueignen.
Dieser Bowser macht mich wirklich wahnsinnig. Mario, dieser Welt droht die totale Zerstörung, wenn wir ihn nicht aufhalten. Und der Einzige, der eine Chance hat gegen ihn, das bist du, Mario. Bitte. Okay. Das große Finale wird uns erwarten. Wir sehen schon hier die dunklen Wolken aufziehen, dunkler Nebel. Und beim nächsten Mal geht's dann los. Eventuell trainiere ich noch ein bisschen, das muss ich mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut.